so ein tolles Wort, Glück. Du machst wirklich einen sehr glücklichen Eindruck momentan. Und es gab schwere Zeiten, wir haben das schon besprochen in deiner Karriere. Was bedeutet Glück für dich? Was bedeutet Glück für mich? Ich meine, ich denke, dass ich keinen Grund habe, irgendwie nicht glücklich zu sein in meinem Leben. Das wäre Klagen auf hohem Niveau, sagen wir mal so, oder? Würde ich schon sagen, ja. Also im Moment läuft alles wirklich super, auch wenn es mal, sage ich mal, jetzt nicht auf dem Tennisplatz immer unmenschlich gelaufen ist oder wenn man mal verletzt ist, auch dann, man ist in letzter Linie gesund, in letzter Linie lebe ich meinen Traum schon seit sehr vielen Jahren. Ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, meine Eltern geht's gut, also alle scheint es gut zu gehen und ich kann nach wie vor meinen Traum weiterleben. Also ich denke, das ist viel Glück. Da, klar, kann man immer wieder mal sagen, was wäre, wenn ich nicht so viel Verletzungen gehabt hätte oder wenn ich zu meiner Zeit, wo ich vielleicht auch mein bestes Tennis gespielt habe, in 2001, 2002 vielleicht keine Schulteroperation gehabt hätte oder zwei, wo ich 15 Monate weg gewesen war. Aber ich sehe das immer alles doch eher positiv und bin wirklich ein glücklicher Mensch und sehr zufrieden und trotzdem zielstrebig und trotzdem will ich noch Ziele nachgehen und mich auch eigentlich fast jeden Tag verbessern auf dem Platz, wenn es irgendwie geht, mich versuchen fit zu halten, auch wenn das nicht immer so einfach ist, gerade wenn man hier auch wie man Halle dann irgendwie in den VIP-Bereich geht und da überall die Buffets sind und ich ja auch einer bin, der wirklich das Essen mittlerweile genießt oder diesen Nachtisch. Es ist dann auch schwierig, aber diszipliniert zu bleiben, aber doch, ich bin schon ein sehr glücklicher Mensch. Und er ist, by the way, auch ziemlich fit.